Wir sind hier in der Nähe des Chiemsees im Kloster Seeon. Seeon geschrieben. Der Name bedeutet Sion, Zion, Kloster Zion. Und es gibt die Überlieferung, dass sich hier die Bundeslade befindet. Die Bundeslade ist ein heiliger Gegenstand, der von den Juden aus Ägypten mitgenommen worden sein soll, beim Auszug aus Ägypten. Und in der Bundeslade sollen sich Texttafeln, Dokumente befinden, die von großer Brisanz sind. Zum Beispiel soll daraus hervorgehen, dass die Juden nicht das auserwählte Volk Gottes sind, dass das ein Betrug ist, dass sie diese Auserwähltheit von anderen übernommen haben. Und aus diesem Grund soll die Bundeslade verschwunden sein. Also man hat sie verschwinden lassen. Und sie soll von den Tempelrittern wiedergefunden und hier auf das Kloster Sion gebracht worden sein. Ein sehr interessanter Zusammenhang ist, dass sich hier auf dem Gelände des Klosters die Grabstätten der Familie Leuchtenberg befindet und auch die Grabstätte der letzten Zarentochter Anastasia. Die Zaren waren große Gegner der Hochfinanz, der Beherrschung der Welt durch das Kapital, große Gegner von Wall Street und Hochfinanz. Und sie wollten diese Wirtschaftsform in Russland nicht hochkommen lassen. Deswegen haben die Zaren versucht, das Judentum unten zu halten, haben ihnen mindere Rechte gegeben. Daher kam der große Hass der Juden gegen das Zarenhaus. Und wie die Französische Revolution der Hochfinanz den Weg geebnet hat, die Hochfinanz in der Folge zur Alleinherrschaft gebracht hat, so hat in Russland die Russische Revolution das Zarentum beseitigt, hat die Zarenfamilie vernichtet, geschächtet in einer Blutorgie. Und das war der Racheakt für die Politik des Zarenhauses. Und hier im Zion, im Kloster Seon, verbindet sich beides. Die Blutlinie der Zaren, die Grabstätte der Verwandten der Zaren und der letzten Zarentochter Anastasia, und der wahrscheinliche Aufenthaltsort der Bundeslade. Wir sind auf der Suche nach der Bundeslade. Dies ist die erste Folge der Jagd nach der Bundeslade. Wir fahren jetzt zu der Grabstätte der Familie Leuchtenberg und der Ruhestätte von Anastasia, der letzten Zarentochter. Diese ruht auf einem kleinen Friedhof um eine kleine Kirche. Hier sieht man schon das orthodoxe Kreuz. Und auf diesem kleinen Friedhof befindet sich die Grabstätte der Familie Leuchtenberg und die Ruhestätte der letzten Zarentochter.